Hallo und herzlich willkommen in der faszinierenden Welt von ES Equilibrium State. In diesem Video erfährst du, was Priming ist und wie Priming dich beeinflusst. Priming bedeutet so viel wie eine Beeinflussung deines Verhaltens auf eine unbewusste Art und Weise. Was hat das mit dir zu tun? Um dir das zu erklären, möchte ich dir zuerst einen kleinen Versuch erklären. Stell dir Folgendes vor: In einer Versuchsanordnung müssen Probanden einen Wortsalat lösen. Das bedeutet, ein Satz wie Peter geht ins Schwimmbad wird in seine einzelnen Bestandteile zerhackt. Schwimmbad, Peter, ins, geht. Und die Probanden müssen aus diesen Satzfetzen einen fertigen Satz machen. Von diesen Sätzen kriegen die Probanden einige Sätze, 20, 30, 40, müssen diese lösen, danach ist der Versuch vorbei. In der ersten Versuchsgruppe sind diese Sätze komplett wahllos, haben keinen Zusammenhang. In der zweiten Versuchsgruppe ist es so, dass jeder zweite Satz einen Kontext mit Altern hat. Das heißt, zum Beispiel ein Satz in Amerika, wo es stattgefunden hat, Peter zieht nach Florida, Florida das Altersheim Amerikas, oder Klaus geht am Stock, Hans hat einen Rollator und so weiter und so fort. Den Probanden wurde aber nicht gesagt, warum dieser Kontext da ist, und man hat ihn überhaupt nicht erklärt, sodass man ihn als vollkommen zufällig wahrgenommen hat. Das Interessante ist nun Folgendes: Der eigentliche Versuch, denn es gab kein Zeitlimit, nichts für diese Probanden, begann nach dem Versuch. Denn nach dem Versuch hat man gestoppt, wie lange die Probanden brauchten vom Versuchsraum, vom Labor bis zum Aufzug. Und das Interessante ist, dass die Probanden, die in jedem zweiten Satz den Kontext Alter unterbewusst mitverarbeitet haben, signifikant länger gebraucht haben zum Aufzug. Das bedeutet, Themen, mit denen du dich beschäftigst, wenn auch unbewusst in deinem Umfeld, beeinflussen dein Verhalten. Du solltest also darauf achten, dass du dich möglichst viel mit freiem Bewegen, gesunden Menschen, funktionalen Bewegen und so weiter beschäftigst, denn auch das hat einen kleinen Einfluss auf dein Bewegen und auf deine Gesundheit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch, teile es mit deinen Freunden, weil es eine sehr, sehr, sehr wichtige Information ist. Und falls du es nicht schon getan hast, dann abonniere diesen Kanal da unten und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, dein Dirk Beckmann.